Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Mittelerde Mordors Schatten. Wir sind direkt mal auf der Karte, damit wir gleich gucken, wo es uns als nächstes hintreibt, von der Hauptmission-Seite her. Die lautet dann die Ausgestoßenen. Hirgon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udun lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleich dich in die Festung der Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Okay, das wollen wir doch dann gleich mal tun. Hier sind noch ein paar Orks unterwegs, aber nicht allzu viele. Da, die haben mich nämlich noch nicht gesehen. Die jagen nämlich ein. Und daher interessiert... Jetzt renne ich hier mit dem mit. Oh, oh, ich glaube, ich habe ihn jetzt gerade seinem Tod übergeben. Das tut mir leid. Hier hinten. Die Ausgestoßenen. Hirgon. Ja, das hatten wir alles eben. Das ist im Endeffekt die Mission. Fühl dich wie zu Hause, Talion. Oh. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit. Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur Schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der Schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog. Hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck, dem Vergiften von Orks. Folge mir. So. Als ich das Schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hirgon. Er sagt das mit einer gewissen Art und mit einem gewissen Nachdruck, ne? Ich hoffe, dass das ist hier, Mann. Mensch, sei doch froh, dass du mal wieder Verbündeten hast. Du rennst hier ganz alleine rum. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Ich verkacke an. Die Kräuter, wo sind die? Sammle die Kräuter für das Gift. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ach, die müssen... Ja, super. Hier irgendwo im Gebiet rumliegen. Das hier Kräuter. Gesundheit erneuern. Das sind Kräuter, nicht die richtigen. Kann mir unser toller Elbenblick hier mal... Da hinten war was. Kein Uruk verdient es, so lange auf die Folter gespannt zu werden. Okay, ich geh mal andere Seite lang. Sie sollten ihn einfach töten. Ich wette, dass
der Truchsess von Gondor sich wünscht, er hätte mehr Männer am Tor. Obwohl das natürlich keinen Unterschied machen würde. Dieser Uruk wurde das erschlagen. Gut an. Zu überreden, einen Griff an seinen Amboss anzubringen, damit ich damit den Sklaven eins überziehen kann. Er rennt weg. Okay. Trotzdem habe ich diese komischen Kräuter noch nicht. Eine Fertigkeit kann ich mir aber auch auswählen. Was nehmen wir? Führer Aufzehrung. Das mit dem Festnageln. Wurfdolche. Ist alles nicht so meins, ne? Machen wir mal Aufzehrung. Okay. Ja, das wollte ich nicht. Da ist ein Kraut. Lassen wir die idiotischen Hauptmänner machen, was sie wollen. Die Häuptlinge werden sie schon bei Zeiten zurechtstutzen, wenn sie so weitermachen. Da hinten ist noch was. Was ist da hinten? Das ist Lebensregeneration, ne? Ja. Okay, die brauche ich nicht, aber da versteckt sich unser Typ. Und hier haben wir noch ein bisschen was. Dann haben wir ja alle Leute richtig ausgeschaltet hier, ohne es zu wissen. Okay. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Wie ihr sie auskennt. Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Ja. Die Sprüche. Der Hauptmann macht das doch mit Absicht. Hat uns schon ewig nicht mehr auf die Jagd geschickt. Der Hauptmann sagte, wir sollen Sklaven herbeischaffen und mit dem Graben beginnen. Mir befahl man, einen Stapel Bauholz heranzuschaffen. Bei der Größe der Grube, die wir ausgehoben haben, muss das wohl eine gewaltige Falle sein. Okay, kommen wir da jetzt auch nochmal an? Wäre ganz cool. Ja. Mal nebensächlich jetzt gerade, wo der da weiter stapft. Wie findet ihr das Spiel? Was sagt ihr dazu? Ich habe jetzt in Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Ich habe jetzt schon in manchen es gibt hier weit schlimmere Foren Dinge gelesen, dass das Spiel wohl doch nicht so toll sein soll, gerade weil die Storyline ziemlich strikt ist und sich irgendwie von dem Original Herr der Ringe irgendwie entfernt. Ja, ich meine, es kann ja nun nicht alles immer mit der Originalstory zu tun haben, ne? Das ist nur ein bisschen gerade, ich glaube, PC Games hat das dann noch relativ schlecht bewertet. Natürlich bedienen sich hier, wie man das von Warner Brothers kennt, bedienen sie sich an anderen Games. Also man merkt schon ein bisschen Assassin's Creed und das von Batman wird hier genutzt.
Allein vom Kampfsystem her kommt mir das sehr vertraut vor. Aber ich muss sagen, bis jetzt macht es ja Spaß. Die Story passt einfach frei. Die Handlung, nach ungefähr 3 Stunden Spielzeit, wenn man so möchte. Oh mein Gott. Okay, den sollte ich vielleicht mal übernehmen. Gut, ich werde den einmal kurz aufzehren, damit ich ihn hier in Ruhe stehen lassen kann. Hab gehört, einer der Häuptlinge hat wegen der Hexerei des Tags völlig den Verstand verloren. Wie gesagt, ich finde es ganz cool an sich gemacht. Er schlendert jetzt gerade ein bisschen idiotisch hier rum. Ich weiß nicht gerade, was er von mir will. Die Sklavenmeister in den Minen. Er ist so ein bisschen verwirrt, glaube ich. Ich gehe mal Kräuter suchen. Da. Und wieder voll. Mach's gut bei Karagor. Wie ich immer meine Haustiere zurücklassen muss, das ist wirklich. Gerade wenn ich sie echt nett und flauschig finde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie? Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Ja. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Ich habe gesehen, wie der Tag Hork einen solchen... Boah, schick, oder? Seht ihr das? Ja, man muss zwischendurch auch einfach mal sich ein bisschen umschauen und ein bisschen beobachten, wie hier so das umliegende Gelände aussieht. Eine geile Kulisse, muss ich ja ehrlich sagen. Da haben die übertrieben viel Arbeit reingesteckt. Tja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn die Herr der Ringe Filme immer noch weitergehen würden. Na, das mit dem der Hobbit finde ich ja schon gut, aber für mich persönlich sind das immer zu wenig. Ich könnte, keine Ahnung, am besten jeden Monat, aber da ist natürlich die Qualität der Filme wahrscheinlich auch nicht mehr so gut. Oder wie seht ihr das? Mögt ihr Herr der Ringe jetzt nur wegen dem das Spiel hier oder guckt ihr die Filme auch? Also ich denke, jeder, der das Spiel spielt, ist auch ein begeisterter Fan von den Filmen. Und ich finde, über diese Spiele hat man immer so das Gefühl, man könnte so ein bisschen beim Film mitmachen. Das Einzige, was natürlich doof ist, es gibt kein Original, sodass man den Film in Original nachspielen könnte. Das ist natürlich, wird meistens ja immer versaut, wie man das aus anderen Spielen kennt, aber vielleicht kriegt das ja mal irgendwer hin. Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Ja, also wieder ein Offizier. Die Uruks sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Drücke linke Steuerung, um Gift in die Grogfässer zu mischen. Nachdem Uruks davon trinken, werden alle Überlebenden misstrauisch und beginnen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Zusätzliches Ziel.
Okay, ich sollte vielleicht nicht die Pfeile verbrauchen. Das zählt anscheinend nicht zur Schleichtötung. Schade. Jetzt habe ich es ein bisschen falsch gemacht, glaube ich. Okay, den haben wir auch. Zwei Ziele. Hier langsam zwischendurch. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Stimmt. Es sind immer die Berserker, die den Drock kriegen. Oder die Schützen. Oder die Schildträger. Okay, wie leicht komme ich denn jetzt da? Warte mal, hier oben rauf. Den könnte ich noch erwischen. Okay, die sind hier am Umsingen. Ich brauche noch zwei Feinde. Da haben wir einen. Also diese Aufgabe geht mir sowas von auf den Piss. Ich hatte gerade 4 von 5. Oder alle. Sagen wir so. Und danach hat mich einer entdeckt, weil er ja, während er das da reingießt, seine Aktion nicht unterbrechen kann, um in Deckung zu gehen. Alter. Nochmal komplett von vorne. So eine Logik, ey. Nicht zu hoch jetzt. Da drüben hat sich etwas bewegt. Da drüben hat sich etwas bewegt, Alter. Lass mich einfach in Ruhe. Meine Güte, muss der denn jetzt da lang kommen? So, jetzt aber. Komm, 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 renne! Jetzt ist der Typ weg von eben. Wo bist du vorhin hingelaufen? Bin einem dieser geflohenen Menschen hinterhergegangen. Hättest ihn von den Schiffen. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Lassen Sie tanzen. Schlecht
da jemand umher? Jemand hat ihn getötet! All das Gerede, dass unser Lager mit Noren zusammengelegt werden soll, es kann unmöglich genug Raum für alle da sein. Dieser Gestank. Unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. Das ist mir scheißegal, wie sie das trinken können. Ich bin froh, wenn ich den Rest von den ganzen Scheißviechern hier langsam damit besoffen gemacht habe. Na ja, oh. Scheiße, da oben, hier oben, Alter. Wo ist der? Dem Turm gegenüber. Ja, da. Und hoch. Weg. Jetzt wird's wieder dramatisch. Ich hasse die Mucke. Okay, noch ein Teil und dann abwarten. Das krieg ich hin. Gut, hier unten scheint keiner zu sein. Einmal kurz rüber auf die andere Seite. Jetzt gilt es nur noch zu warten. Gut, ich warte. Erin, also, das ist also die Frau, die wir eben gefunden haben. Erin sang oft für die Gefangenen und sorgte für ihr Wohl. Erins Vater war ein kalter und harter ein alter Schultheiß, der einer rücksichtslosen Gerechtigkeit folgte. Ihre Güte schlichtete viele verbitterte Auseinandersetzungen und sie bewahrte den Frieden ebenso wie ihr Vater, wenn nicht gar besser. Ihr zarter Gesang zog die Aufmerksamkeit des Waldläufers Hirgon auf sich. Und die beiden verliebten sich ineinander. Ausgestoßene und Waldläufer misstrauten einander normalerweise und töteten einander gar manchmal. Erin heiratete den Waldläufer und konnte mit ihrem liebenswürdigen Wesen die Verachtung überkommen, die sie nun von ihrem Volk erfuhr. Als Erin von den Uruks entführt wurde, war Hirgon am Boden zerstört. Erin war selbst in der Gefangenschaft davon überzeugt, dass ihr geliebter Gemahl sie retten würde. Okay. Auch wieder ein bisschen Hintergrundwissen. Aber immer noch fehlen uns drei Häuptlinge, die wir jetzt langsam mal töten sollten. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das war ein bisschen tricky hier mit dem Ranschleichen. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, 6 Versuche gebraucht. Aber storytechnisch auch wieder super, auch wenn wir ein paar Kräuter sammeln mussten. Ne? Wir konnten zwar jetzt nicht unbedingt was craften, aber es hat ja alles mit der Kampagne zu tun. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
Und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.